Moin Moinsen zum Stadionvlog in Mainz und diesmal auch wieder, kann ich schon mal vorwegnehmen, ein richtiger Stadionvlog. Grund ganz simpel, ich sitze in einem Bereich, wo ich keine Fanszene, Ultras, wie auch immer, in unmittelbarer Nähe habe, also sehe ich da kein Problem mehr drin. Und auch neues Intro. Ich war beim alten nicht 100% zufrieden, ich glaube ein paar von euch auch nicht. Jetzt mal ein neues, ich hoffe, oder ich bin mir sicher, dass ich es besser finde, ich hoffe ihr auch. Und Mainz, 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 Mainz. Ich habe im Vorbericht gequatscht mit dem guten Chris. Mal gucken, ob ich den heute auch treffe in Mainz. Wie auch viele von euch wahrscheinlich wieder. Ich tippe mal auf 4.000 bis 5.000 Auswärtsfans. Das ist immer eine geile Auswärtsreise in Mainz. Wenn offiziell dürfen 3.500 mit, 3.000 mit von Auswärtsfans mit der 10%-Regel. Wir bringen wieder 5 oder mehr. Das wird brutal, brutal geil. Stimmung wird schon mal gesorgt sein. Und so wie es sportlich gerade läuft, vielleicht war ich auch da im Vorbericht vielleicht ein bisschen negativ. In Mainz darfst du definitiv gewinnen auch mal. Ne? Also letzte Saison gewonnen, davor unentschieden, davor gewonnen und davor war es eben eine ewig lange Dürrephase. Ne? 2005 mal gewonnen, danach Ewigkeiten gewartet bis 2020 für den ersten Sieg dort wieder. Aber aktuell läuft's gut. Das aktuelle Duell Platz 17 gegen Platz 3, auch wenn es natürlich nach 3 Spieltagen keine große Aussage hat, aber ein Punkt gegen 6 Punkte, Formschwäche gegen Formstärke, wie ich es auch beim Vorbericht betitelt habe. Deswegen kann man da heute absolut positiv reinfahren. Ich fahre mal trotzdem natürlich so rein, wie ich es auch gesagt habe, dass ich natürlich auf den Sieg tippe. Aber mir auch ehrlich bin, Mainz ist normalerweise zu Hause nicht oder auch für uns auswärts nicht so einfach. Das heißt, verlieren auf jeden Fall mal nicht, weil das musst du nicht gegen eine Mannschaft, die aktuell formschwach ist. Deswegen wäre ich mit dem Punkt auch noch irgendwo zufrieden. Aber natürlich ist absolut da ein Sieg drin und dafür fahren wir auch nach Mainz.
Und damit sind wir wieder zurück aus Mainz oder hier natürlich auch am Ende vom Video. Auch für mich schnitt es durch, nur das noch hier im Nachhinein eingefügt ins Video. Auch ein bisschen ungewohnt gewesen, so ein bisschen aus dem Flow eben raus natürlich in Sachen Video-Vlog, sag ich mal. Natürlich trotzdem sehr, sehr geil, die Hütten drauf, dies, das und habe auch natürlich wieder mich wieder ins Zeug gelegt, ganz klare Geschichte. Und habe ja tatsächlich diesmal auch gar nicht wirklich Punkte vor mir, sondern wirklich aus dem Kopf raus, weil es eigentlich wirklich nur ein paar Punkte gibt, um die man ganz klar reden muss, über die man ganz klar reden muss. Nummer eins, also für uns als VfB-Fans auswärts ist Mainz immer eine Reise wert, also auf jeden Fall aktuell und auch ergebnistechnisch aktuell, aber ich meine vor allem natürlich stimmungstechnisch. Ich weiß gar nicht, wie viele Blöcke wir jetzt im Endeffekt dann in unserer Hand hatten, die ganz neutralen Blöcke, der Auswärtsblock, richtig, richtig geile Stimmung, natürlich auch immer mehr durch das, was im Spiel passiert, also vor allem die zweite Halbzeit war richtig stark, die war bockstark von der Stimmung her, um die Tore drumherum und so weiter und so fort. Die erste war einfach generell ein bisschen mau, also spielerisch mau. Stimmung war immer gut, also ich finde bei uns eh, dass generell eine Stimmung nie groß unter dem Wort gut geht, aber natürlich auch dem Spiel angemessen. Ich glaube, ich habe gefühlt einen Clip aus der ersten Halbzeit drin, da ist einfach nichts passiert. Und das ist eben unsere neue Stärke vielleicht auch tatsächlich. Du kannst auch ein Spiel, was über lange Zeit so auf dem 0-0 oder von mir aus auch immer auch das 1-1 zu dem Zeitpunkt war auch verdient, irgendwann auf dem 1-1 runddümpelt, eben noch gewinnen tatsächlich. So Spiele erfolgreich gestalten für dich. Und dann natürlich der Punkt, der ganz klar angesprochen werden muss, weil dafür gibt es bei uns aktuell einen Grund. Und der heißt, ja, der hört auf den Namen Serhou Guirassy. Das ist komplett absurd. Ich glaube, man hat es rausgehört an meinem komplett perplexen Oh mein Gott, bevor der reingeflogen ist, das 3-1. Weil, ja, das ist, ich glaube, dann auch wieder in Mainz drei Schüsse aufs Tor und alle drei drin gewesen. Der Mann ist unglaublich. Wir haben einen Stürmer von europäischem Top-Format. Zum Glück hat ihn natürlich erstens keiner rausgekauft, plus natürlich zweitens im selben Atemzug quasi hat er auch Angebote abgelehnt. Zum Glück ist der Mann noch da. Ich hoffe auch über den Winter hinaus. Ich schätze ihn mal nicht als jemand ein, der mitten im Winter geht und auch quasi mitten vom Afrika-Cup geht. Also ich glaube, die Saison können wir noch genießen, Serhou Guirassy, wenn er so weitermacht. Brauchen wir es, glaube ich, nicht. Könnten wir es nächsten Sommer, außer wir holen auf einmal ganz wilde Qualifikationen vor Europa oder sowas. Darauf will ich auch noch gar nicht hinaus. Aber es wären eben Gründe, um ihn vielleicht halten zu können, immer im Sommer hinaus. Deswegen spreche ich es an. Sonst müssen wir, glaube ich, nächsten Sommer davon ausgehen, dass da was passieren könnte, wenn er so weitermacht. Wir wünschen es natürlich nicht, aber kann immer eine Verletzung passieren. Wir haben es gesehen. Wir wünschen es natürlich nicht, weil der Mann steht auf 8 Hütten nach 4 Spielen. 8 Tore nach 4 Spielen. Letztes Jahr war auch schon ein starker Schnitt. Irgendwie 11 Tore in 22 Spielen, so grob war der Schnitt, ne? Das hat nicht ganz sicher im Kopf, aber 8 in 4. Heute auch Hattrick. Zweite Halbzeit Hattrick. Und die Tore, das war wirklich eins geiler als das andere. Das erste ist halt, man muss ja fast sagen, klassischer Guirassy, den macht auch nicht jeder so, eben auch nicht so frech. Mit diesem Lupfer, vielleicht macht niemand von da, aber mit einem normalen Schuss, sag ich mal, aber der lupft ihn halt rein, weil er es halt kann. Das zweite, der dreht er eigentlich fast in eine Richtung, die es für ihn schwerer macht. Er dreht sich gefühlt vom Tor weg. Kurze Ecke, trotzdem drin und das eben auch kurz vor Schluss. Ist eigentlich auf dem 1-1 rumgedümpelt, auch wenn ich finde, am Ende des Tages war der Sieg doch verdient. Eben durch die paar mehr Chancen, die wir hatten und dass wir eben auch dann durch die Tore, 2 Tore Abstand und eben auch durch die Tore am Ende, logisch auch die Nase vorn hatten, auch in der Statistik und so weiter. Deswegen am Ende, glaube ich, auch ein verdienter Sieg und so ein Kontertor, das dritte, oder das heißt Kontertor, so ein Nachspielzeittor kann sich Mainz oder kann sich ein Club dann eben in so einer Situation auch immer mal fangen. Und wie er das macht, wie gesagt,
Das Perplexe, oh mein Gott, bevor er reingeflogen ist, aus dem Vlog, bevor es 3-1 reingeflogen ist. Was macht er da? Jetzt mal ganz im Ernst. Was macht er da? Was haben wir da für einen Stürmer, der auch reingebrüllt ist? Das ist der beste Stürmer seit Mario Gomez bei uns. Was macht er da? Das ist einfach ein Abstoß weg, wahrscheinlich auch mit der Hoffnung, jetzt pfeift er gleich ab, weil ich glaube, 6 Minuten waren eigentlich da durch mit der Nachspielzeit. Eigentlich überhaupt nichts zu sehen, dass da irgendwas passiert aus der Situation. Der nimmt sich diesen Ball. Er lupft ihn über den drüber und dann köpft er ihn im Lupfer-Stil über den Keeper drüber in der 96. So, als würde er sowas jeden Tag machen. Das ist, was wir mit Guirassy da gerade haben, ist absolut unglaublich und absoluter Übergang, Weltübergang. Was ich mit euch habe, finde ich auch jedes Mal aus Neuem unglaublich. Deswegen jeder Übergang in die Richtung, wie viele mich angesprochen haben, auch Fotos. Wie viel wir gequatscht haben, vor allem auch nach dem Spiel, weil natürlich sammelt sich alles in den Pendlerbussen rüber oder in den Expressbussen zum Bahnhof. Am Bahnhof natürlich auch alle zusammen erstmal am Stehen und am Warten für ihre Bahn und so weiter. Riesen Dank geht an alle raus, mit denen ich gesprochen habe. Wirklich super sympathisch, sehr geile Nummer gewesen. Auch auf Auswärtsspielen logischerweise immer wieder mehr auch getroffen als in Heimspielen aktuell. Es ist jedes Mal wieder absolut geil. Ich werde mich trotzdem, glaube ich, nie 100% daran gewöhnen, quasi, dass man mich da mittlerweile kennt, so in dieser VfB-Bubble, sage ich mal. Es wird nie normal sein, dass mich Leute darauf ansprechen, sage ich mal. Aber ich freue mich jedes Mal und jedes Mal aufs Neue wieder. Sehr sympathische Jungs, geile Community. Hoffentlich geiler Vlog. Ich finde geiler Vlog. Allein die drei Hütten sind drauf, so. Also, was willst du groß mehr haben? Guirassy-Show ist mit drauf. Absolut übergeil. Jetzt kommt Darmstadt, wo du auch Spielplan unabhängig und Saisonstart unabhängig zu Hause gewinnen musst, wenn du drin bleiben willst. Und Köln jetzt ja auch dann zu Hause gegen Hoffenheim verloren. Bei denen könnte es auch besser laufen. Also wir könnten diese Euphoriewelle echt die nächsten Wochen noch weiterreiten. Und das sollten wir auch. Deswegen einfach Puffer, Puffer, Puffer. 9 Punkte aus 4 Spielen ist total geil. Weitermachen. Es geht trotzdem weiter nur im Klassenerhalt im ersten Sinne. Und dann einfach Puffer aufbauen, dass du eben am Ende nicht mehr aufholen musst, sondern eben dir selber schon mal einen Puffer anfrisst in Richtung Winter. Denn vielleicht kommt irgendwann die Delle, wer weiß es, aber einfach ein bisschen Puffer aufbauen, statt immer das Feld von hinten aufrollen zu müssen. Und das tut einfach unsagbar gut. Das darf super gerne so weitergehen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ach, und natürlich Like, Abo, dies, das in die Kommentare. Ganz klar.